Dann werde ich sie ausspucken aus meinem Mund, weil sie lauwarm sind, sagt Jesus Christus sinngemäß in der Offenbarung. Was bedeutet diese Metapher und wer ist denn mit dieser Metapher gemeint, den Jesus Christus hier ausspuckt? Es geht hier um die sogenannten Sendschreiben. Ein Sendschreiben ist die Beschreibung eines geistlichen Zustandes, zum einen der damaligen örtlichen Gemeinde in Kleinasien, da gab es 7 Gemeinden, und Christus beschreibt den geistlichen Zustand dieser örtlichen Gemeinde. Zum zweiten repräsentieren die Sendschreiben aber auch Zeitabschnitte, den geistlichen Zustand eines Zeitabschnittes. Und zwar kann man die Zeit der Gnade oder die Zeit des Christentums von Pfingsten bis zur Entrückung in 7 Abschnitte einteilen. Und die haben jeweils einen charakteristischen geistlichen Zustand, der hier beschrieben wird. Und wir leben heute im Zeitabschnitt von Laodicea. Das ist der letzte Zeitabschnitt vor der Drangsalszeit, vor der 7-jährigen Gerichtszeit. Und Christus bescheinigt hier den geistlichen Zustand. Was ist gemeint mit der Gemeinde Gottes, die hier quasi angeschrieben wird in diesem Brief? Die Bibel kennt 2 Perspektiven auf die Gemeinde Gottes, auf die Ekklesia. Die primäre Perspektive ist sozusagen die exklusive Perspektive. Demnach gehören nur wiedergeborene Christen zur Gemeinde, zur Ekklesia. Das ist die Braut Christi, das Haus Gottes. Ausschließlich nur wiedergeborene Christen. Es gibt noch eine zweite Perspektive, die erweiterte Perspektive, die ist hier in der Offenbarung. Da repräsentiert die Gemeinde die gesamte Christenheit, also das gesamte christliche Bekenntnis, der Bereich auf der Erde, wo sich Menschen zu Christus bekennen. In diesem Bereich sind wiedergeborene Christen, aber auch Menschen, die ein christliches Bekenntnis haben, aber dennoch nicht an Christus glauben, nicht wiedergeboren sind. Das bezeichnet die Bibel als großes Haus. Und es ist also der Bereich der Christenheit. In diesem Bereich gibt es die wiedergeborene Christen, die werden in der Offenbarung Überwinder genannt. Jeder wiedergeborene Christ ist ein Überwinder, das definiert eindeutig der Johannesbrief, aber auch Scheinchristen und Namenschristen. Nun, es wird hier etwas ausgespuckt. Es ist hier eine Metapher mit einem historischen Bezug. Es geht hier um lauwarmes Wasser. Das historische Laodicea war ein Kurort, hatte Wasserquellen, heiße Wasserquellen und kalte Wasserquellen. Und lauwarmes Wasser ist ungenießbar und unbrauchbar, wird hier ausgespuckt. Entweder ist das Wasser kalt, dann ist es erfrischend beim Trinken, oder heiß, dann kann man kochen oder ein Heißgetränk zubereiten, aber nicht lauwarm, das ist ungenießbar, unbrauchbar. Das ist die Metapher, die Bildsprache dahinter mit historischem Bezug. Was heißt das nun? Was heißt nun dieses lauwarme Wasser, das ausgespuckt wird? Ausspucken bedeutet, sich radikal trennen, verwerfen, abstoßen, ausstoßen. Also Christus trennt sich radikal von wem? Es sind hier die Namenschristen, von denen sich Christus radikal trennt, die er ausstoßt, die er verwerfen wird. Also die Menschen, die eine Form der Gottseligkeit haben, aber die Kraft Gottes verleugnen, die ein christliches Bekenntnis haben und dennoch nicht wiedergeboren sind, dennoch nicht an Jesus Christus glauben. Die Definition für lauwarm ist in Timotheus, heißt, der Mensch hat eine Form, eine äußere Form der Gottseligkeit, der Frömmigkeit, eine christliche Form, aber im Herzen verleugnet er Gott, Jesus Christus und die Kraft Gottes. Das ist die Definition von lauwarm, und abstoßen heißt trennen. Wann wird sich Christus von diesen Menschen trennen? Nun, das wird zum einen sein bei der Entrückung. Bei der Entrückung werden alle wiedergeborenen Christen in den Himmel entrückt. Hier findet eine Trennung statt. Wer gehört dazu? Wer ist wiedergeborener Christ? Und wer ist nur Scheinchrist? Die werden auf der Erde bleiben. Das ist ein Aspekt des Ausspuckens, der Trennung. Und der zweite Aspekt ist, der öffentliche Aspekt ist, wenn Christus wiederkommen wird, am Ende der Drangsalszeit wird er wiederkommen auf die Erde mit allen Gläubigen, also mit der wahren Gemeinde, mit der wahren Ekklesia, mit seiner Braut Christi auf die Gemeinde. Und dann wird öffentlich sichtbar werden, wer nun dazugehört,
zu ihm, zu seiner Braut und von denen er sich getrennt hat. Das wird dann öffentlich sichtbar. Das sind die zwei Aspekte des Ausspuckens der Trennung. Der private Charakter ist die Entrückung und der öffentliche Charakter dieser Trennung ist, wenn er wiederkommt, auf die Erde. Viele Christen legen diesen Vers völlig falsch aus und beziehen es auf wiedergeborene Christen. Niemals wird Jesus Christus einen wiedergeborenen Christ ausspucken. Es geht nicht darum. Wir wiedergeborene Christen sind angehalten, entschieden nachzufolgen. Das ist, was man aus diesem Abschnitt ableiten kann. Christus fordert immer Entschiedenheit, auch von seinen wiedergeborenen Christen in Bezug auf die Nachfolge. Aber er wird wiedergeborene Christen nie ausspucken. Wenn ein gläubiger Christ nicht entschieden nachfolgt, dann hat das Auswirkungen auf seine Belohnung am Richterstuhl. Dazu verlinke ich ein Video. Aber hat keine Auswirkungen auf die Errettung. Das ist hier nicht die Wiederverlierbarkeit des Heils. Das ist eine völlig antibiblische und falsche Lehre. Um das geht es hier nicht. Es geht hier um den Bereich des christlichen Bekenntnisses, von dem er sich trennen wird, von den Menschen, die Scheinchristen sind, die wird er, von denen wird er sich trennen, die wird er verwerfen.